Es beinhaltet keine Vertreibung. Tony Blinken und ich haben daher am Rande des G7-Treffens in Tokio deutlich gemacht, dass es für die Menschen, die Zivilbevölkerung in Gaza sichere Orte geben muss. Und daran zu arbeiten, dass es diese sicheren Orte weiterhin gibt, dass es sichere Korridore, dass es Schutzkorridore gibt, das ist für mich eine der wichtigsten Aufgaben in diesen Tagen. Das bedeutet auch, dass wir dafür sorgen müssen, dass die Menschen, wie gesagt, geschützt sind und dass die humanitäre Hilfe weiter ins Land kommen kann, was offensichtlich in den letzten Tagen erneut beschwert wird. Deswegen braucht es so dringend humanitäre Feuerpausen. Mir ist, auch das möchte ich noch einmal betonen, mehr als bewusst, dass Hamas dieses unglaubliche Dilemma in ihrer Menschenverachtung ganz gezielt ausnutzt. Deswegen ist es für uns so zentral, dass wir alle gemeinsam alles dafür tun, im Rahmen des internationalen humanitären Völkerrechts die Menschen in Rafah, in ganz Gaza, jetzt gemeinsam zu schützen. Darüber hatten wir einen intensiven Austausch und ich werde morgen, wenn ich nach Israel fliege, eben genau diese Gespräche in dem Sinne auch fortführen. Zugleich, und darüber haben wir uns natürlich ausgetauscht, sehen wir die Situation im Westjordanland, wo das Leben auch dort immer schwieriger wird. Ich habe selbst vor Ort mit Olivenbauern gesprochen, die nicht mehr zu ihren Feldern können, die sich um die Sicherheit ihrer Familien fürchten. Der israelische Siedlungsbau ist illegal. Jeder, der sich vor Ort ein Bild macht, kann sehen, was für ein massives Hindernis die Siedlungen für eine Zwei-Staaten-Lösung darstellen. Wir schauen daher als EU genau hin und setzen uns auf EU-Ebene dafür ein, dass diejenigen, die solche Gewalttaten verüben, Konsequenzen spüren. Mit Blick auf eine nachhaltige Lösung des Konflikts sage ich auch ganz klar, das Grauen des 7. Oktober darf sich nicht wiederholen. Hass und Terror müssen bekämpft werden. Auch das ist unsere gemeinsame internationale Verantwortung. Die Menschen in Israel müssen genauso sicher sein wie die Menschen in den palästinensischen Gebieten, in einem zukünftigen Staat Palästina. Das Leid der Menschen in Palästina kann nur enden, wenn das Leid der Menschen in Israel endet. Und das Leid der Menschen in Israel kann nur enden, wenn das Leid der Palästinenserinnen und Palästinenser endet. Nur mit einer Zwei-Staaten-Lösung lässt sich dieser Konflikt lösen. Militärisch lässt sich der Konflikt allein nicht lösen. Israelis und Palästinenser, die Seite an Seite in zwei Staaten als Nachbarn leben können, das ist deswegen das Ziel, an dem wir rund um die Uhr, so schwer es auch ist, arbeiten, auch wenn es heute in weiter Ferne scheint. Die Palästinenserinnen und Palästinenser sehnen sich nach einem eigenen Staat, der ihnen Heimat und Hoffnung gibt. Im Rahmen eines Friedensprozesses steht die Anerkennung dieses Staates. Das ist unsere klare Haltung. Die palästinensische Behörde, die PA, ist die legitime Vertretung des palästinensischen Volkes. Um diese wichtige Rolle voll auszufüllen, muss die PA auf sichere Finanzen zurückgreifen können und muss die PA sich reformieren. Sie haben, lieber Herr Kollege, erst kürzlich dafür eine ehrgeizige Reformagenda vorgelegt und auch in Brüssel uns als europäischen Außenministern präsentiert, mit der Bildung einer Übergangsregierung, mit mittelfristigen Wahlen, die Sie dort in den Raum gestellt haben. Und ich glaube, das ist gerade in diesen Zeiten enorm wichtig. Ich habe daher im Gespräch und möchte das erneut tun, Sie noch mal bestärkt, ausdrücklich diesen Weg ernsthafter Reformschritte in Richtung politischer Erneuerung zu beschreiten. Sie können sich auf diesem Reformweg unserer Unterstützung sicher sein. Denn so werden Sie den Menschen in Palästina auch klar zeigen, dass die PA ihre Belange besser vertritt als eine Terrororganisation. Und auch auf die schwierige Frage des Wie weiter in Gaza ist eine erneuerte palästinensische Autonomiebehörde ein Teil der Antwort.
Deswegen begrüße ich, dass Sie einen Dialog mit den arabischen Staaten begonnen haben, der Brücken bauen soll, statt Gräben zu vertiefen. Und genau deswegen reise ich jetzt erneut in die Region, um bei diesem Prozess des Brückenbauens mit zu unterstützen. Denn der Konflikt kennt nur Dilemmata. Er kennt nur Leid auf allen Seiten und keine einfachen Antworten. Einfach aufzugeben und wegzuschauen ist für mich da keine Option. Es zählt jeder Zentimeter, jeder Millimeter, der uns weiter zusammenbringt, der uns, Ihre Region, aber uns alle ein Stückchen Richtung Frieden bringt. Morgen reise ich daher erneut nach Israel. Wir werden auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz in unterschiedlichen Konstellationen genau diese Gespräche weiter vertiefen für die Menschen in Israel und für die Menschen in den palästinensischen Gebieten. Daher nochmal herzlichen Dank für den heutigen Austausch und nach der Pressekonferenz eine gute Weiterreise. Dankeschön.